Und 2 Minuten Entscheidung gegen die Nummer 17, Martin Emper Rostock, Tobias Scheel. Nun 7 Meter Entscheidung für den SV Post-Sperrin. An den 7-Meter-Punkt tritt die Nummer 2, Hannes Lemke. Und er tritt an gegen die Nummer 1 im Tor, Johnny Hagen. Und der Torwart ist es. HC Empor Rostock bleibt Sieger. Und so bleibt es nach 7, knapp 8 Minuten gespielt, Minuten beim 2:2. Schöner Block jetzt von Schwerin, aber Rostocks Fünfer setzt sich am Kreis durch. Christoph Köhn mit der Führung für die Gäste 2:3. Schönes Anspiel an den Kreis auf Rudolf Schulz. Zum 3:3. Zeitspiel angezeigt durch die Schiedsrichter. Und Pfostentreffer von Benny Holz. Und gelbe Karte gegen Benny Holz. Das versuchte Anspiel an den Kreis von Hannes Lemke. Nicht erfolgreich und so ein neuer Versuch von Post Schwerin. Nun gab es eine erneute gelbe Karte gegen die Nummer 8, Benny Holz vom HC Empor Rostock. Und schön im Nachpassen von Hannes Lemke zum 4:3 für Post Schwerin. Und das war ein tolles Anspiel an den Kreis von Scheel auf Levin Martin.
Martin Lewin zum 4:4. Und Alex wird mit dem Hüpfwurf zum 5:4. Und dann setzt er sich durch, erzielt das einfache Tor. Philipp Mint mit dem Ausgleich für den HC Amper Rostock. Und vom Innenpfosten ins Tor, Alex wird zum 6:5 für Post Schwerin. Und Erik Quidnau mit der Parade und die Chance für Post nun mit erstmals mit 2 Toren in Führung zu gehen. Alex wird erneut mit dem Versuch, diesmal scheitert er am Torwart des HC Amper Rostock. Und Christoph Kühn verwandelt den Konter zum 6:6. Tobias Scheel liegt nun am Boden. Hat zweimal Schmerzen im Rücken. Tobias Scheel wieder auf den Beinen, die Nummer 17 hat Amper Rostock. Wird ausgetauscht mit der Nummer 4, Sebastian Ziels. Ballbesitz, nur nochmal Post Schwerin. Schöne Einzelleistung von Björn Wenske. Es reicht aber nicht zum Torerfolg. Er scheitert an Johnny Hagen.